Boah, Julia, wir müssen es nochmal machen. Ich hab's nämlich total verpeilt. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung. Wir zeigen euch heute, also Manuel und ich, die Gumminis. Ein Spiel ab 6 Jahren für 2 bis 4 Spieler. Ja, also es ist nicht nur ein Kinderspiel, sondern auch ein Erwachsenenspiel, aber ich finde, es ist so ganz niedlich aufgebaut und fühlen sich wahrscheinlich auch eher Kinder von angesprochen. Ja, so, also wie funktioniert das Spiel? Es ist so ein kleines Set-Collection-Spiel. Wir haben hier unsere Gumminis, die uns helfen. Ich habe meine hier schon mal schön ausgebreitet, genau, da sieht man sie vielleicht besser. Genau, jeder bekommt ein gleiches Set und die helfen uns quasi neue Gumminis anzuwerben. Ja, die stecken wir jetzt erstmal so gerne auch bewusst in unsere kleine Dose hier. Ich habe die jetzt nicht bewusst reingesteckt, sondern irgendwie. Also man kann tatsächlich hier so ein bisschen strategisch auch agieren. So, wenn wir das alle gemacht haben, dann gibt es hier eine kleine Feder. Und damit können wir... Manuel ist noch nicht so weit. Ja, fangen wir schon mal an. Dann können wir mit der Feder hier 2 unserer Gumminis rauskitzeln. Finde ich schon irgendwie ganz niedlich. So, da kommt eine Erdbeere. Und noch eine Erdbeere. So, und jetzt könnte ich hier bei den 4 Stapeln schauen, könnte ich jetzt schon Gumminis anwerben. Und leider noch nicht, weil es gibt zwar hier einen mit 2 Erdbeeren, aber dafür bräuchte ich noch einen Apfel und eine Birne. Deswegen geht das jetzt leider noch nicht. Die sammle ich aber vor mir, die sind jetzt noch nicht weg. Die sammle ich vor mir und dann wäre Manuel dran. Genau, vielleicht ist die Birne auch eine Zitrone. Entschuldigung. Nicht schlimm. Ich kitzel dann auch dann mal 2 Stück raus und habe gerade auch natürlich nicht drauf geachtet, was hier in der Mitte ausliegt. Habe jetzt auch nur eine Zitrone und einen Apfel und ne, für den würde mir ein Apfel fehlen. Für den dürfte es kein Apfel sein, sondern lieber eine Erdbeere. Also darf die auch wieder in beliebiger Reihenfolge oben. Nein. Das kommt später? Liegen. Ach, erst wenn die Zuckerdose erst, leer ist. Eingesetzt sind. Zuckerdose, so heißt es. Dankeschön. Bitteschön. So, 1, 2 darf ich jetzt wieder rausholen. So, und jetzt kann ich mich entscheiden. Welche möchte ich denn? Weil hier gibt es jetzt 4 Gumminis, die ich dafür bekomme, weil am Ende kriegt nämlich, also hat nämlich derjenige gewonnen, der die meisten Gumminis gesammelt hat. Also nicht die Plättchen, weil meistens haben wir ja entweder alle gleich oder vielleicht 1 weniger oder so, sondern wer die meisten Gumminis gesammelt hat. Das heißt, ich könnte jetzt alle meine zahmen Gumminis hier einsetzen, um die wilden zu nehmen. So, und dann nehme ich das. Und jetzt darf ich die wieder in beliebiger Reihenfolge reinsetzen, wie ich möchte. Und wenn man das jetzt umdreht, dann sieht man, die geben mir so Joker-Gumminis. Das heißt, ich darf die für das einsetzen, was ich möchte. Und die tue ich natürlich als erstes rein, weil dann kommen die auch als erstes wieder raus. Ne? So, das ist das Spiel. Ich denke mal, hat man einen guten Eindruck gewonnen. Das Spiel endet, wenn alle Stapel leer sind. Genau, ne? Total süßes Spiel, ne? Halt lustige Fruchtgummi-Optik, die auch instant eigentlich Appetit auf Fruchtgummis macht. Ja. Am besten schon mal Fruchtgummis kaufen, wenn man spielen möchte, weil dann kriegt man bestimmt Bock drauf. Ja, ach so. Habe ich noch nicht erwähnt, Entschuldigung. Und wem das dann zu langweilig wird, der kann hier dann noch so neue Gumminis freischalten. Da gibt es dann noch so 3 Freischaltungsmodule. Das ist vielleicht auch noch mal ganz spannend. Also wenn man sagt, ach ja, da wird vielleicht schnell langweilig. Nee, wir haben hier auch noch Möglichkeiten, das so ein bisschen zu erweitern und spannender zu machen. So, hallo zu unserer neuen Familienspielvorstellung. Wir haben euch mitgebracht Whitetastic 5. Das Spiel ist ab 8 Jahren und für 2 bis 5 Spieler. Mhm. Ja, hier auf der Schachtel steht ungefähr 25 Minuten. Das würde ich auch so unterschreiben. Also wenn man es einmal kann, dann geht es eigentlich relativ zügig. Das ist so in einer halben Stunde durchgespielt. Wir befinden uns in der Wildnis. Jeder von uns hat hier so ein Tableau, wo ihr seht, dass hier so freie Felder sind. Und ihr ahnt es schon, wir haben hier so kleine Chips, die kommen dann während des Spiels hier rein. Wie wir das machen, das erkläre ich sofort. Erstmal brauchen wir unsere Würfel. Wir nehmen immer so einen Würfel mehr als Mitspieler sind. Deswegen gibt es auch 6 Würfel. In dem Fall brauchen wir 3. Und wer anfängt, der
der würfelt und darf sich dann hier einen der Würfel aussuchen und dann eine von zwei Aktionen wählen. Entweder man deckt Plättchen auf, um dann auch Plättchen einzusetzen, oder man holt sich Plättchen. Im Moment haben wir jeder 10 Plättchen vor uns liegen, alle verdeckt, wissen nicht, was drunter ist. Aber ich könnte mir jetzt noch neue nehmen, deswegen nehme ich aber jetzt mal die 5 und zeige euch mal, was dann passiert. So, ich decke jetzt einfach 5 zufällige auf. 2, 3, 4, 5. So, eins davon darf ich jetzt in mein Tableau einsetzen. Zum Beispiel würde ich jetzt hier den Orang-Utan nehmen, weil der ist nämlich ziemlich viel wert. Der sitzt hier in dem Hochwald, sage ich jetzt einfach mal, da bei der Orang-Utan-Station, kann ich euch einmal hier so zeigen. Also die haben unterschiedliche Werte, diese Tiere. Die Lamas oder Alpakas, wie sie hier heißen, die haben 3 Punkte, die Erdmännchen 2, Fische haben nur 1, Orang-Utan hat 4 und der Eisbär, der hier auf der Eisscholle sitzt, der hat sogar 5 Punkte. Das ist also das wertvollste Tierchen. Aber auch dementsprechend selten wahrscheinlich dann. Genau, ne? Auch sehr selten. Ne? Und dementsprechend gibt es die dann halt auch so oft in dem Spiel. Ne? Also 2 Orang-Utans. Wir haben jetzt halt hier diese Sets. Wir haben 3 Sets hingelegt und gemischt. Und die gibt es quasi jetzt dann relativ selten dann nur. Genau. Nimmt man dann wie bei den Würfeln auch immer ein Set mehr als Spieler mitspielen? Ja, ne? Genau, richtig. So, jetzt habe ich hier noch 4 übrig gebliebene Plättchen. Jetzt dürfte Manuel sich überlegen, ach ja, möchte eins davon gerne haben. Dann müsste er die Kosten dafür zahlen, die hier draufstehen. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, die Alpakas, die kosten 3, die Orang-Utans kosten 4. Also er könnte mir jetzt 4 Plättchen geben von sich und könnte den Orang-Utan schon nehmen, wenn er möchte. Hier machen wir doch einfach mal. Was soll schon passieren? Genau, was soll schon passieren? Den bekommt er jetzt. So, jetzt habe ich noch einmal die Möglichkeit, also wenn alle Spieler das gemacht haben, jetzt sind wir ja nur zu zweit, dass ich noch mal, wenn ein Plättchen übrig bleiben sollte, noch ein Plättchen selber kaufe. Das heißt, ich würde mir jetzt hier noch mal so einen Alpaka nehmen und müsste dafür aber dann selber auch 3 Plättchen zahlen. Ja, also fürs zweite muss ich immer noch Kosten bezahlen. So, und die anderen dann nicht gekauft haben, ich meine jetzt gut, zweit hätte man dann schon absehen können, dass so ein bisschen was überbleibt. Aber gut. 5, ja. Aber ich hatte jetzt auch nicht so viel Wahl. Ja, ne? 5, 5 oder 1, ist richtig. Genau. So, deswegen muss ich die jetzt umdrehen und die werden jetzt hier wieder reingemischt in das Set. Ja, die sind dann für mich verloren sozusagen. So, und jetzt darf Manuel sich noch einen von den beiden aussuchen und macht das Gleiche. Von deinem Wurf noch mit? Genau, von meinem Wurf noch mit. Ah, okay. Und der Purple zeigt dann quasi immer an, wer hat gerade eigentlich gewürfelt. Genau, richtig. Und jetzt okay, das heißt, dann nehme ich natürlich dann nur eine 1, ne? Weil ich bin ja ein fiesen Möb. Ja. Decke dann nur einen auf, ist ein Fisch. Den darfst den du kann ich dann kostenlos bei mir einsetzen und für dich ist nichts mehr übrig. Genau, richtig. So, und ein Würfel bleibt dann immer über, so als Wahlmöglichkeit, damit noch der Letzte überhaupt noch eine Wahlmöglichkeit hat. Du hättest dich jetzt auch entscheiden können und sagen können, ach komm, ich nehme jetzt Plättchen. Ja. Das bedeutet, sagen wir mal, würfel jetzt mal, ne? Du bist jetzt Startspieler, mach das mal. Ich mach das mal und sag, oh, ich habe so wenig Plättchen, ich nehme jetzt die 2 und möchte 2 Plättchen haben. Nein. Nein. Schade. So, und zwar hat der Würfel keine Relevanz in dem Fall, außer du möchtest anderen was verbauen. Ja, das wäre dann die einzige Strategie, weil du bekommst so viele Plättchen, wie du Zonen, wo du noch in den Zonen, die du noch Platz hast. Also das heißt in dem Fall. Also in dem Fall alle 5. Sind es 5, genau, da würdest du noch 5 Plättchen bekommen. Nein, deswegen müssen wir dann strategisch auch nochmal gucken. Ne, baue ich jetzt alles sofort schon voll oder lasse ich mir noch die Option und nehme noch ein paar mehr Plättchen? Ja, so. Ja, aber schön. Das ist das Spiel und wer als erstes alle Plättchen eingesetzt hat, der hat gewonnen.